Liebe Zuschauer, die Temperaturen in Deutschland sollen wieder steigen in den kommenden Tagen, aber an den Börsen scheint es ungemütlicher zu werden, jetzt unmittelbar nach Ostern. Wir hatten gestern an den US-amerikanischen Börsen schon einen kräftigen Abwärtsdruck wieder. So schloss ja der Dow Jones Index mit fast 2% im Minus. Und zwar deshalb, weil weiterhin natürlich der große Handelsstreit, der von den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. dem Präsidenten Donald Trump angezettelt wurde, weiterhin das Marktgeschehen überschattet. Jetzt hat nämlich China gut anderthalb Wochen, nachdem die USA Strafzölle auf Stahl und auf Aluminium erhoben haben, 128 US-amerikanische Produkte mit entsprechenden Zöllen belegt, zwischen 15% und 25%. Also das ganze Ding könnte sich jetzt immer wieder aufschaukeln oder hin und her gehen. Verhandlungen sind hier notwendig, die werden auch geführt, aber neue Ergebnisse gibt es darüber nicht. Aber darüber hinaus gibt es eben auch Druck auf dem gesamten Technologiesektor, ausgelöst durch den Facebook-Datenskandal. Das lässt uns nicht in Ruhe. Und jetzt kommen auch noch die Halbleiterwerte verstärkt unter Druck. Da kommen wir aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Wir wollen uns jetzt den DAX noch mal kurz anschauen. Der ist unter die 12.000er-Marke gerutscht. Wir blicken gleich am Ende unserer Schalte noch mal auf den genauen Stand. Blicken jetzt mal auf zwei einzelne Themen, auf zwei Werte, die heute im Fokus stehen. Ich hatte die Halbleiter schon angesprochen. Und zwar hängt das mit der Meldung zusammen, dass tatsächlich, und das kam schon mal vor ein paar Wochen auf, die Apple-Computer in Zukunft, zumindest ab dem Jahr 2020, mit eigenen Prozessoren ausgestattet werden sollen. Man soll also sich unabhängig machen oder will sich unabhängig machen von Zulieferern. Jetzt der gesamte Sektor deswegen unter Druck. Und das betrifft dann auch eine Infineon, die heute mit 2,5% hier nachlässt auf 21,19 Euro. Auch eine Dialog Semiconductor, die allerdings jetzt nur mit 0,8% im Minus bei 19,14 Euro. Wir schauen uns nochmal die Deutsche Bank an, denn diese Aktie ist seit Anfang des Jahres um 30% nach unten gerutscht. Wir haben sie jetzt aktuell mit 1,8% nochmal im Minus bei 11,12 Euro. Da gibt es weiterhin Spekulationen um den Führungswechsel. Jetzt ist sogar ein neuer Aufsichtsratskandidat hier im Gespräch. Da wird ein Name rumgereicht wie John Tyne zum Beispiel, der frühere Merrill Lynch Chef. Oder für den Chefposten selbst, für den Vorstandsvorsitz, wird jetzt ein ehemaliger UBS-Manager hier genannt. Jörg Zeltner soll angesprochen worden sein. Also das wird uns weiter beschäftigen. Einige Anleger verbinden damit die Hoffnung, dass es eine Trendwende geben könnte bei der Deutschen Bank. Aber warten wir das einfach mal ab. Und jetzt blicken wir noch mal ganz genau auf den DAX. Der liegt jetzt bei 11.930 Punkten mit 1,4% im Minus. Die Kauflaune vom Gründonnerstag ist also verflogen.